Okay, gut, dass ihr eingeschaltet habt, Leute, zu einer neuen Folge von Okami HD, denn Oki erwartet uns genauso wie die beiden Zwillingsdämonen Lechu und Lechku. Ja, so, zack, kleiner Zwischencheckpoint. Oha, ja, einfach eine Uhr, die uns turmweise nach oben führen wird, wie damals. Okay, Oki, bist du bereit? Oki, was los? Du bist vorgerannt. Oki? Hä, wie bist du so schnell hierher gekommen? Stimmt, sollte er nicht eigentlich bei Shiranui bleiben? Egal. Eigentlich verdanke ich das diesem Wolf und seinem kleinen Freund. Ein Kuropokel erschien, nachdem ihr gegangen seid und sagte mir, ich sollte Amaterasu helfen gehen. Das ist also der Begleiter des Wolfs, von dem du gesprochen hast, stimmt's? Dieser Wolf wurde durch das Auftauchen des Kuropokels aufgemuntert. Es sah aus, als hätte der Wolf irgendwas wiedergefunden. Ich spürte, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht. Ein Band, das in mir das Gefühl weckte, dass sie okay sein werden. Also habe ich sie verlassen und kam hierher geeilt. Vor uns? Wie? Egal. Aber genug geredet jetzt. Ich nehme mal an, wenn ihr hier seid, dann müssen diese Dämonen irgendwo da vorne sein. Nun, Amaterasu, willst du mit mir zusammen kämpfen? Mit Oki zusammen kämpfen? Na, los geht's! Oh, Geister der Luft, der Erde und der See, gewährt uns eure göttliche Macht. Jetzt geht's los, Leute. Beide Dämonen zusammen besiegen. Ein schönes 2 gegen 2 Match. Boah, Lechku, Lechku. Da sind sie. Zwei komische Uhren. Die eine sieht aus wie eine Slotmaschine. Hierhin sind diese Spatzen in also gegangen. Sie versuchen sich zu verstecken, um ihre Wunden zu lecken. Wie denn? Das sind Eulen. Diesmal dürfen wir diese Höhlenapparate nicht entkommen lassen. Und ich befürchte, wir haben auch gar nicht mehr die Energie, sie noch einmal zu jagen. Ja, das stimmt. Die noch mal abhauen? Als ob man. Noch nie ist meine Beute, meinen treuen Schwert Denkomaru öfter als einmal entkommen. Das ist positiv, ihr Sohn. Und meiner Klinge auch nicht. Vor allem, dass sie jetzt silbern leuchten müsste. Let's go! Okay, da sind sie, die Eulen. Wir haben hier alle möglichen Elemente zur Verfügung. Richtig übel. Donner! Einfach mal machen, okay, auf der Eule bringt das nichts. Donner auf die andere Eule, bringt alles nichts. Warte mal, dann einfach mal rumprobieren, ne? Feuer auf die eine Eule, bringt auch nichts. Vielleicht Eis auf die andere? Nein, nein, bringt alles nichts. Wir müssen, glaube ich, echt einfach erstmal natürlich so ein bisschen dafür sorgen, dass die betäubt sind. So, jetzt vielleicht. Eis. Nein, leider bringt das nichts. Ich verschwende mal einfach die ganze Tinte, die ich habe. Würde ich schon mal jetzt... Achso, verdammt, oh Gott. Jetzt aber, Terasu! Zieh mich zurück wie einen Pfeil und feuer mich auf diese Dämonen ab. Ich werde sie auf den Boden ziehen. Ach so, war das, ja, stimmt ja. Warte mal, achso, oh Gott. Warte mal, wie soll ich das machen? Soll ich dem einen Pfeil malen? Nee, warte mal, achso. Alter, okay, und schlitz. Einfach mal kurz hier helfen. So, muss man das machen, okay. Wow, und wärms. Okay, nochmal geht's ja dann nicht. So, schöner Double-Kampf hier mit Oki. Oh Gott, macht er da. Oh, halt. Eisdinger? Kannst du vergessen. Oh, was hat er da oben? So. Ah, schön. Erstmal so ein Honigpott irgendwie zerstört. Halt. Na. So. Alles klar. Keine Ahnung, was die da machen. Irgendwie uns heilen oder uns verarschen wollen. Ich mach mal Donnerblitzen. Halt, was hat er da oben? Ohne Bombe. Warte mal, die kann ich mit Feuer, glaube ich, machen. Warte, nochmal. Bomben. Feuer. Ich glaube, nur dafür sind die Elemente da. Genau. So, okay, bist du bereit? Alles klar, und nochmal den Pfeil zurückziehen und... Oh, gewischt und schlitz. Und komm nochmal, wärms. Und noch ein drittes Mal, zack. Oh, Mist. Okay, die eine ist schon zur Hälfte down. Warte, war das du vor, mein Freund? Okay. Halt, der will auch nochmal hier, komm her. Schön alle betäuben. So, noch nicht ganz genug betäubt. Was macht denn der da? So, er hat wieder so einen komischen Honigding. So, okay, Oki kommt. Feuer. Kann ich nicht irgendwie, was kann ich denn da machen, um die richtig eine reinzuhauen? Ich glaube, ich habe mein Schlitz ist schon das Beste, was man machen kann. Wärms. Aber vielleicht sollte ich auch... Nee, wir sind halt so weit weg. Nee, okay, nochmal. Hinrennen und schlagen bringt leider nicht so viel. Ach, die andere Eule denn da? Oh, halt. Nee. Flop. So.
Keine Ahnung, ob die das für, zu ihren Gunsten einsetzen. Wow! Ausgewichen! Wow, Alter! Wow! Okay. Voll ausgewichen. So, wir müssen warten, Leute, bis sie sich eine Blöße geben, damit Oki angreifen kann. Warum zoome ich jetzt auf die andere Eule rauf? Was ist da los? Oh, Alter, ein Donnerschwert. Okay. Zack. Oki, komm her. Er kommt. Zack. Oh Gott, der andere hat erstmal voll die Bombe geworfen. Okay, und Wärms. Alter, die goldene Eule ist irgendwie schneller down. Kann das sein? So, der andere macht wieder aus seinem Hut hier einen kleinen Zaubertrick. So, und nochmal. So, okay, komm her. Die Silberne kriegen wir jetzt down. Den Silberdämon. Zack. Und Schlitz. Und nochmal. Fatz. Oh, kriegt noch ein drittes Mal. Ah, leider nicht. So, oh Gott, was macht er da? Halt, Honig hier. Schlitz. Ich überlege manchmal, ob ich nicht hätte auch irgendwie schießen können. Boah. Oh Gott. Okay, habe ich einen Treffer eingesteckt. Ist egal. Wärms. Und sagt Tschüss. Alter, der erste Dämon ging down. Flup, flup. Biegt sie einfach so hin. So, was macht er da wieder? Bomben? Okay. Anzünden. Oh, sehr schön. Okay, finishen wir ihn gemeinsam. Zack. Und Schlitz. Ich hatte die echt irgendwie auch schwerer in Erinnerung, ja. Die Zwillingsdämonen, die plötzlich auf dem Ezo Fuji erwacht waren und versucht hatten, das Land von Kamui einzufrieren, waren besiegt. Sie verschwanden in einem Ausbruch von Blüten, dank der Bemühungen von Oki und Amaterasu. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. Aber dafür erschien eine riesige Wolke, die schwarz wie die Nacht war und das Gebiet verdunkelte. Pesthauch, Neunschwanz, die Zwillingsdämonen Lechku und Nechku. Die Seelen von jedem einzelnen von ihnen wurde in die Wolke gesaugt, als sie weiterzog. Sie schwebte in Richtung der Arche der Yamato auf dem Grund des Larochisees. Die Arche der Yamato beherbergt die Finsternis der gesamten Welt in sich. Tuskels Worte hallten seltsam wider und erweckten so das Herz von Amaterasu. Oh, och man, Shiranui. All die Opfer, alle die im Namen des Guten verlorenen Leben, war das alles umsonst gewesen? Shiranui, Amaterasus 100 Jahre alte Inkarnation, war müde und erschöpft von der schweren Schlacht. Und übersät mit Blut. Richtig hart. Aber als Shiranui das Glänzen von Okis Schwert Kuton bemerkte, sah es so aus, als würde ein listiges Lächeln auf ihren müden Wolfslippen erscheinen. Zufrieden mit diesem hellen Schimmer der Hoffnung, erhob sich Shiranui und bot ihre gesamte Stärke auf, um durch das Geistertor zurück in die Vergangenheit zu gelangen. Zurück nach Hause. Als Amaterasu und Isun nach vorne guckten, waren sie sich im Klaren darüber, dass Shiranui zurückging, um sich der Gefahren zu stellen. Zu der Schlacht mit Orochi, nachdem sie Nagi vor dem Klauen des Todes gerettet hatte und ihnen bei ihrer eigenen Mission geholfen hatte, würde Shiranui jetzt als Heldin sterben und damit die Legende von Orochi schaffen. Und da haben wir es nochmal alles erklärt, ne, warum Shiranui halt im Orochis Kampf mitunter halt wirklich gestorben ist. Wir haben ja viel gesehen und sie ist jetzt einfach viel zu erschöpft und hat auch keine Zeit mehr, sich zu erholen. Eine wahre Heldin, die über Zeit und Raum hinweg das Gute für das Gute kämpfte. Oh, als Ishaku verschwand, zeigten seine Augen jene Art Härte, die jemand zeigt, der sich auf eine Beerdigung vorbereitet. Ach ja, Ishaku und Isun. Und Isun ist ja echt der Enkel, wie wir rausgefunden haben, aber irgendwie haben die Streit gehabt, oder was? Und da ist sie. Das vorletzte Fragment der Sonne. Ja, diesmal keine Waffe. Fragment der Sonne! So, und das letzte finden wir im Joschpetter Wald. Da muss ich auch nochmal gucken. Ein letztes Mal Siegesgeheul. Oh, so. Na, war doch gar nicht so schlecht. 136.000 Yen. Boah. Möchtest du das Spiel saven? Na, natürlich. So. Leute, da haben wir jetzt bald wirklich halt den
Point of No Return. Ja, da wird man drauf hingewiesen, weil ich glaube, jetzt kommt nicht mehr viel. Wir könnten jetzt, glaube ich, direkt zur Arche Yamato gehen, wo das letzte Böse war. Oh, Amaterasu und die anderen kehrten zurück zum Fuß des Izufuji. Dort sahen sie Lika, die intensiv betete. Der Sturm hatte nachgelassen. Dann, wie zur Feier ihres schwer errungenen Sieges, brachen die Zwillingsvulkane des Izufujis in großen Flammensäulen aus. Die Dorfbewohner spürten die Wärme auf ihrer Haut und wischten sich Tränen der Freude aus ihren Augen. Nur Oki überblickte bloß in stoischer Ruhe das Geschehen und blieb ruhig. Obwohl die bösen Dämonen vertrieben worden waren, verursachte ihm der Gedanke, dass er das Schwert genommen hatte und so viel Ärger verursacht hat, großen Kummer. Ach, der arme Typ, ey. Naja, mal gucken, ob er sich vertragen kann. Der Einzige, der seine Sorgen mindern konnte, war Samurke. Der Häuptling, der Kemu aus dem Schrein gerettet hatte, trat vor. Ruhig ging er auf Oki zu und streckte ihm die Hand entgegen. Seine Augen unterstrichen die Bedeutung hinter dieser Geste. Oki, die Bedeutung dieses Moments verstehend, streckte ihm seine Hand ebenso entgegen. In dem Moment, als sie sich die Hände schüttelten, war Wiebke als ein Dorf wiedergeboren, das viel zu stark war, um jemals wieder ein Opfer des Bösen zu werden. Ach ey, alles gut ey. Und Kuton, das Schwert, das die Zwillingsdämonen besiegt hatte, wurde durch Oki selbst auf sein Podest zurückgetan. Und solange der Glanz verblieb, wagt sich kein böses Wesen auch nur in die Nähe. Kutons Glanz bezeugte eine Macht, die zu groß war, um von Bösen bezwungen zu werden. Und in diesem Moment schoss ein heller Lichtstrahl aus Kuton und schlug auf dem gefrorenen Laruchi-See ein. Und obwohl der See noch nie Anzeichen gemacht hatte, zu schmelzen, begannen sich Risse im Eis zu bilden. Die Legende der Eisernen Arche, der Yamato, besagt, dass die Arche aus dem Himmel fiel und so der heilige Laruchi-See, in dem die Arche ruht, entstand. Doch nun konnten alle Anwesenden sehen, dass es mehr als nur eine Legende war. Und was zur Hölle? Die Arche der Yamato. Oh ja, Leute. Und das ist das Finale vom Spiel, wenn wir da raufgehen. Und deswegen sollten wir es erstmal nicht tun. Ja, wie gesagt, eine Point of No Return. Da wird man aber drauf hingewiesen. Isun sagt das einem nochmal richtig deutlich. Also in Ordnung, die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben, wenn Guto im Silbern strahlt. Die Wand aus Eis in der Prophezeiung ist der dämonische Schneesturm. Es ist vielmehr auf unseren permanenten gefrorenen See bezogen. Ja, das stimmt. Amaterasu, wenn die Arche der Weg in den Himmel ist, dann musst du auf das Schiff. Auch wenn wir uns noch nicht lange kennen, so weiß ich doch bereits, was für eine Art Wesen du bist. Auf dich wartet da vorne das Reich der Götter. Es ist eine Reise, auf die der Rest von uns nicht gehen kann. Aber du wusstest das, oder? Etwa nicht, Amaterasu? Ja, ja. Ach, ey, der See einfach wieder aufgetaut. Heißt wieder, der war immer eingefroren. Jetzt gibt's ihn einfach wieder. Oh, Mann! So, ich gucke mich nochmal ein bisschen um, Leute, weil ja, mit Part 90 haben wir also den Point of No Return erreicht. Den werde ich erstmal nicht gehen, also werden wir jetzt halt die nächste Zeit uns um die 100% kümmern, ja. Aber da werde ich halt ordentlich für was vorher tun, alles mir angucken, alles anschauen. Oh Gott. Es ist Tag. Ich glaube, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Waren hier noch irgendwelche Tiere irgendwo? Ich glaube eigentlich nicht. Wir waren ja schon überall gucken. So, ich werde jetzt aber, glaube ich, erstmal nochmal in den Joschpetter Wald gehen, um mir das letzte Fragment zu holen, dass wir das auch noch wenigstens haben. Ach Mann, ey, so schön. Aber auch so traurig, dass es jetzt an sich, ja, ne, es ist bald vorbei, dieses Let's Play. Ich bin viel schneller als damals. Aber mal gucken, wie lange die 100% jetzt noch dauern. Ich werde auch schön schauen, wie ich das so
ja, wie ich das einfach mache, dass wir nicht so viel zu tun haben, ja, dass das alles so ein bisschen schneller vonstatten geht, natürlich. So, es ist uns sagt auch nichts mehr. Es fehlen, also was fehlt uns alles noch? Tiere, Perlen, ja. Es fehlt uns noch eine Waffe, die ich mir aber holen kann. Und zwar fehlt uns halt die letzte Perlenwaffe, die stärkste Perlenwaffe eventuell. Uns fehlt halt noch Goldstaub und ach ja, und, ach, ja, ich muss halt gucken, ne, wie viel halt wirklich noch fehlt und was alles noch holbar ist. So, ist hier irgendwas? Oh, es fehlen noch ein paar Ziegen. Wo sind die letzten Ziegen? Wo sind die denn? Hier hinter waren wir auch schon, ne? Ja, hab ich das hier gefunden, die Ziegen gefunden. Ja, ich mache mich da schlau. Und das Schöne ist ja, ich werde halt einfach speichern und dann einfach das Spiel, wie ich schon erzählt habe, einfach so erkunden. Für mich selber nochmal ein bisschen einfach rumrennen. So, jetzt aber erstmal hole ich mir die letzte Waffe, weil ich so viel Cash habe. Und ich weiß nicht, ab wann man die bekommen kann. Ich glaube, wirklich, nachdem man das hier halt durchgespielt hat. Warte mal, Ryoshima-Küste, nördliche. Ja doch, ne? Felsiges Gebiet. Wo ist das denn? Felsiges Gebiet? Was ist denn damit gemeint? Felsiges Gebiet? Ist denn auch wieder so ein Bereich, wo man noch gar nicht rein war, bevor man noch gar nicht rein konnte? Ja, tatsächlich. Genau wie beim Laoshi-See. Gibt's hier noch mehr? Okay, da, okay. Perfekt. Noch schön Erfahrungspunkte abstauben. Oh, das sind wieder nur 10. Na gut. So. Flupp. Na. Zack. So, wieder. Warum denn nur so wenig, ja? Flupp. Oh, hier ist sogar noch eine verstreute Perle. Aber gibt's hier nicht wenigstens noch ein paar Tiere oder sowas? Das wäre auch noch schön, ja? Wenn man schon so geheime Gebiete hier bekommt. Felsiges Gebiet. Warum gibt's diese komischen Dinger hier? Ja, wir sind jetzt hier halt. Ja. Okay. Ah, okay, okay. So, und ich werde halt auch noch Geld farmen müssen. Ja, für die letzte krasse Angriffstechnik. Ja, das wird alles noch ein bisschen. Es wird halt noch ein bisschen dauern. Deswegen hole ich jetzt nochmal mir die letzte Waffe, damit ich wirklich weiß, ne, wie viel Geld ich noch brauche. Die letzte Waffe kann man sich allerdings auch in der Arche der Yamato holen. Allerdings hat man dann schon den Point of No Return überschritten, ja. Und deswegen geht das auch in der Stadt Saiyan. Oh, stimmt, der ist oder was? Zack. Schon nicht schlecht, dass wir nochmal hier lang gegangen sind. Gibt's noch mehr Erfahrungspunkte. Dann haben wir auch bald die ganze Energie voll. Ja, also, ne? Es wird. Tada! Oh, nochmal 50. So übel. So, also ich könnte auch nochmal gleich denn mich teleportieren zum Agatha-Wald. Weil da ist ja noch, das ist ja auch nochmal so ein krass harter Stein, den man aufschlitzen muss, um noch mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. So, letzte Waffe schnell holen. Ich weiß nicht, wie ich die benutzen sollte. Weil eigentlich ist bisher das Stärkste, ist bisher das Schwert. Weil ich halt, ja, ich habe halt keinen Goldstaub, ne? Das ist ein bisschen blöd, aber kriege ich schon irgendwie noch. So, Mr. Waffenhändler. Ja, du musst mir aushelfen, Clever. Es ist hier jetzt so friedlich. Es scheint, als ob Böses verschwunden sei. Das bedeutet, niemand kauft noch irgendwas von mir. Du bist mein letzter Kunde, bitte. Einkaufen. So. Und er hat ja sie. Die Arktisperlen. Richtig krass. Und Mann, sind die teuer. Okay, da muss ich doch schon mal ein bisschen was verkaufen, ne? Von meinen vielen Schätzen, die ich inzwischen wieder habe. Bam, bam. So, ein Kristall kann ich verkaufen. Eine Perle kann ich verkaufen. Und die Klunker alle nicht, ne? Und auch hier, guck mal, Kutani-Töpferei. Weg. Oh ja, Porzellantop, 2 Stück. Jawohl. Und nochmal geätztes Glas. Da reicht ja sogar 1 aus. Zack. So. Her mit den letzten geilen Perlen. Bitte kauf mir irgendwas von mir hier. Bist du cool oder was? Jawohl. Arktisperlen. Yeah. Und damit, Leute, haben wir alle Waffen gekauft, die es im Spiel gibt. Sehr, sehr schön. Und ja, jetzt haben wir absolut kein Money mehr. Was soll's? Sie können sich vielleicht schnell nochmal zurück mich porten. So, alle Waffen, aber noch nicht alle aufgerüstet natürlich. So, ich nehme jetzt mal echt die hier und die als Nebenwaffe, weil das bisher oberstark war, was ich so machen konnte. So, okay. So, ich überlege noch, ob ich in den Joschpetter Wald gehe, Leute. Die überlege ich echt noch, wegen, ja, den letzten Fragment, das wäre schon schön und würde diesen 90. Part richtig schön abrunden. Aber ich glaube, ich gehe auch erstmal nochmal zu der alten und tue mir noch mehr Erfahrungspunkte. So, einmal einen Wirbel reinmalen, bitte. Zack! Und auf zum Agatha World. Ja, weil das sind noch so Sachen, die mir halt so einfallen, aber ich werde halt echt mir einen Plan machen müssen, wo genau ich dann was mir holen muss. Agatha World. Oder mir in bester Reihenfolge. Und halt, wie gesagt, ich muss halt auch erstmal überhaupt gucken. Richtig schön mir alles angucken. Wo sind die letzten Tiere?
suche ich offscreen. Wenn ich sie gefunden habe, mache ich eine kleine Notiz. Und dann hat sich das. So, dü. Ach ja, mit dem Angeln muss ich auch noch gucken, ne? Das mache ich aber dann ganz zum Schluss. Eine mega lange Offscreen-Angel-Session. Dü. So, genau hier einmal. Zack. Oh, noch mehr hier, komm her. Noch mehr Erfahrungspunkte. Wow. Na komm. Yeah. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir die 350 haben. Na, 50 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. So. Und die haben auch eine Abkürzung, stimmt ja zu dem anderen dahin, aber nee. Ich gehe jetzt wieder zurück zu... Ups. In die Nähe vom Jeschpetterwald, ne? Und dann mache ich das beim nächsten Part. Na, die ganzen... Wie viel gibt's denn hier noch? Innerhalb Jospets. Genau, das wäre an sich auch noch cool. Dann mache ich mal, glaube ich, das hier ganz schnell. Wartet mal. Das mache ich mal noch schnell. Ja, überziehen wir heute. Es ist ja immer der 90. Part. Ja, da kann man mal so ein bisschen ausflippen. Genau, hier nicht hin. Genau. Ich hoffe, ich komme jetzt aber wieder zum Wald. Nicht, dass es irgendwie jetzt so ein allgemeiner Shortcut ist, dass man... Nee, man kommt nur von der einen Seite zum Wald. Toll. Okay, dann mache ich das noch schnell den Abschnitt hier und beam mich dann wieder zurück. So, genau. Jetzt hat man hier wieder ein bisschen Zeit. Hier haben wir aber eigentlich, ne, schon sehr viel erledigt. Mal gucken. So ist und führt uns. Ich muss ja bloß noch die letzte Abzweigung, muss ich ja bloß noch nehmen. Alle anderen beiden Abzweigungen habe ich ja schon genommen. So, und noch ein paar restliche Bäume hier einfach zum Blühen bringen, warum nicht. Und dann gibt es halt nur noch das eine, den ersten Abschnitt von Jospet, wo man dann ein Rennen machen muss. Und da ist halt, eine Perle von Kai. Und da ist dann aber auch das letzte Fragment der Sonne. Also hier leider noch nicht tatsächlich. Fragment der Sonne. Oder vielleicht irre ich mich auch, aber nee, hier fehlt ja auch noch eine Perle. Die müsste bei der letzten Abzweigung sein. Und ich glaube, die letzten Waffen... Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was ich so vermute, ne? Wie das also funktioniert. Die letzten Waffen haben tatsächlich eine weitere Funktion. Nämlich, dass sie... Warte mal, ist hier aber nichts drin, oder? Nee, keine Truhe oder sowas. Haben nicht eine Funktion. Ich glaube nämlich, wir haben durch das Donnerschwert, durch den Feuerspiegel und durch die Arktisperlen haben wir, glaube ich, die Elemente bei uns. Ich kann nämlich von hier aus, glaube ich, Donner machen. Jupp. Vor dem anderen kann man halt Feuer machen und ist doch schön. Voll cool. Die letzten Waffen haben nochmal so eine richtig schöne... So einen richtig schönen Nutzen. So, hier waren wir halt schon, ne? Habe ich auch alle Bäume gekillt? Warte mal. Genau, haben wir schon. Gut, dann weiß ich auch, beim zweiten Abschnitt waren wir auch schon. Also einfach ganz schnell weg hier, ganz schnell. Nur halt jetzt noch die Bäume mitnehmen, das wäre noch schön. So, und ja, dann versorge ich für eine richtig schöne Ausgangsposition und gucke mir dann offscreen alles an. Wäre ich ja echt für die Tiere, mir die Tiere zu holen. So, hier geht's nach oben lang. Hier waren noch ein paar Bäume, die noch fehlen, oder? Gibt jetzt allgemein zwei Wege, was soll das denn? Ne? Aber, warte, ich komme durch die Bäume nicht durch, doch. Wollte schon sagen. So, nichts übersehen, nein. Außer natürlich das, was Schaden macht, so richtig. Aua! Okay, lass mich da in Ruhe. So, hier waren jetzt noch Bäume, genau. Für die ich jetzt aber viel mehr Zeit habe. Und deswegen werden sie mitgenommen. Flupp. Und zum Blühen. So. Oh, da kommt der nächste. Wartet. So. War da hinter noch einer? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, halt. Na. So. Okay, ist da hinter noch einer gewesen? Noch so ein Baum? Ja, ist er. Okay, halt. Oh, das schaffe ich noch. Zack. Okay. Was ist hier los? So, immer nur 3 Erfahrungspunkte. Wenn wir den letzten haben, müssen wir wieder ganz viel bekommen. Okay, Achtung. Oh, hat schon getroffen, verdammt. Oh, und gleich in den Tod rein, Leute. Einfach in den Tod, ja. So, halt. Oh, ich habe den einen irgendwie trotzdem getroffen. Sehr schön. Zack. So, kommt euer Sack. Schleuder hier. Schleudert eure scheiß Kugeln. Flop 1 und... Oh, 2 natürlich nicht getroffen. Ich glaube, ich rutsche gerade wieder runter. So. Na komm, du noch. Werf deinen scheiß Ball, deine scheiß komische Kirsche oder was immer das ist, Hartkirsche hier. Und zack. So, natürlich noch nicht der letzte, sonst hätten wir viel mehr Erfahrungspunkte bekommen. Aber wir haben jetzt 300 voll. Sehr schön. Fehlen noch 50, Leute. 50. Und wir werden nie wieder Erfahrungspunkte sammeln müssen. So, schnell hier rüber. Oh, ey. Wenn ich auf Eis bin, dann kann ich leider nicht so schön Speed mehr holen.
um halt so einen schönen mega krassen Weitsprung zu machen, weil Amy immer abrutscht. So, genau, hier waren wir links. Da waren wir. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt, wo wir dann eine letzte Abzweigung nehmen können. Die wir nicht gemacht haben, weil ich voll keine Zeit hatte. Aber so oder so. Mit den Bäumen halt muss man das so oder so zweimal machen. Mindestens. Geht gar nicht anders. So, komm, ist so und für uns. So, hier ist noch ein Baum. Wird er der letzte sein, Leute? Ist er der letzte Baum? Ich glaube nicht. Oh Gott. So. Flup, na komm. Schieß mal her, dein olle Ding hier. Wum, 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 wum. So. Okay. Schnell, Mann. Der Part ist schon voll die Überlänge. Überlänge-Part, Leute. Das geht doch nicht. Fup. Ach ja, der Spaß hier war ja auch noch toll. Aber okay, gut. Das schaffe ich. Also sind wir ja bald durch, ne? So. Ach, komm, auf der anderen Seite ist sogar noch eine Truhe. Gut, dass ich das noch wusste. Okay. Ach, das heißt, wusste, ne, dass ich hier nochmal ein zweites Mal hingegangen bin. Oh, Leute, das ist die letzte Perle aus diesem Wald hier. Dann kann doch sein, dass die Abzweigung, dass diese Abzweigung dann doch das Fragment der Sonne ist, das letzte. Cool. Halt dich fest, Amy, bitte. Festhalt hin und rüber. So. Okay, noch irgendwo ein Bäumchen hier. Nee, eins muss noch sein, der hier. Guck mal, hier sind noch zwei Bäume. Na komm, du Ollersack. Komm, du bist der Letzte. Gib mir schöne Erfahrungspunkte. Immer noch nur drei. Noch ein bisschen mehr Zeit. Sehr schön halt. Geht's da wo lang? Nein. Ja, denn ich hätte jetzt nämlich gerechnet, bei der letzten Abzweigung wäre die letzte Perle. Aber nee. Dann ist das doch sehr, sehr schön. So, hier. Bist du der letzte Baum wenigstens, Mann? Meine Fresse. Dass ich hier nie wieder her muss in dieses Gebiet. Ja, 13 Erfahrungspunkte. Das war der letzte Baum. Sehr schön. Naja, nicht so schön, dass wir jetzt wieder eine ungerade Zahl haben, aber egal. Puh. So, noch 2,5 Minuten, Alter. Leute, locker. Schaffen wir da locker. So, also jetzt hier lang. Denn hier waren wir jetzt noch nicht gucken. Und hier ist hoffentlich das letzte Fragment der Sonne. Und muss man auch noch buddeln, ey. Na, komm, Amy. Bisschen richtig, zack. Und Fragment der Sonne. Das letzte. Und damit haben wir eine neue Solarenergie dazu bekommen. Und jetzt, ja, bloß noch einmal Level uppen. Mit wenig Erfahrungspunkten nur noch. Und dann haben wir es zumindest schon mal alles hochgeskillt. Mit Part 90, ist doch schön. So, ich mal schnell die Bitte noch zu Ende, weil dann kann ich mich wieder direkt zurückbeamen. Ja, perfekt. So, Leute, okay, haben wir ein bisschen überzogen. Aber nur ein bisschen, ne? Ein bisschen. Aber hat sich auch gelohnt. Ich guck mal, wo ich mich am besten hinbeame für die 100% halt. Ich glaube aber tatsächlich, Ich bleib mal, Taka-Ebene? Nee. Agatha-Wald? Ach, ich muss sowieso mich überall hinbeamen, wo ich noch nicht war. Das geht sowieso nicht. Also, beep hier. Yeah. Leute, beim nächsten Part sehen wir uns halt hier wieder. Und ich werde schon ein paar Informationen zusammengetragen haben, damit wir schnell die Sidequests erledigen können. 100%, ja. Zack. Zack, yeah. Leute, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Part von Okami HD. Ciao.